Gefechtsoberfläche. Egal, ich finde es jetzt gerade nicht. Dann mache ich es halt eben später. Wo haben wir sie denn? Da sind die Athen. Dann wollen wir einfach mal die Kampagne starten. Brutus, auch du. Sieht man hier auch schön das Bild. Jetzt gibt es auch Land- und Seegefechte vereint. Finde ich auch nicht schlecht. Eine super Option. Bei der Verteidigung eines Gebiets ist es wichtig zu wissen, wie weit sich der Feind bewegen kann. Klickt eine feindliche Streitkraft an, um den möglichen Bewegungsradius anzuzeigen. Blockiert eine Armee unseren Weg, wird das Terrain am Engpass hervorgehoben. Wir müssen gegen die Armee kämpfen oder einen anderen Weg finden. Erfahrung ist in allen Dingen Lehrmeisterin von Julius Caesar. Ja, Warnung. Makedonien hat dem Volk Athens schon viel zu lang seinen Willen aufgezwungen. Es muss entschlossen dagegen vorgegangen werden. Sie sind ein Schutzbündnis mit Sparta eingegangen, aber die Beziehung wird in die Brüche gehen, wenn die Spartaner glauben, dass die griechische Unabhängigkeit auf dem Spiel steht. Epirus stellt ebenfalls eine Bedrohung für den Peloponnes dar. Ein Angriff dort wird unser Verhältnis mit Sparta stärken. Unterstützt alle wahren griechischen Staaten und sie werden sich gewiss eurem Kampf gegen die Unterdrückung anschließen. Athen wird frei sein. Alles klärchen. Erste Ziel erteilt. Audacibus Anue Coeptis stimmt meinen kühnen Plänen zu. Aus bestehenden Anfängen entstehen großartige Dinge, macht einen ersten Schritt und errichtet einen Brückenkopf, von dem aus eure Kämpfer großartiges erreichen. Ziele. Beherrscht zwei Provinzen entweder durch direkten Besitz oder über Klientel, Königtum und Militärbündnis. Jo, Schatzkammer plus 2500. Genau das wollte ich nämlich gucken. Ach, da sind sie. Ich habe sie schon ausgeschaltet. Gut. Denn die Berater nerven ein wenig. Deswegen habe ich die ausgeschaltet jetzt erstmal. Hier haben wir hier mal Technologiebaum. Ich könnte jetzt hier aufs Militär gehen oder eben hier auf die zivile Seite. Ich gehe hier mal aufs Militär und erlerne das. In zwei Runden wird es erlernt sein. Und ich würde sagen, ich habe 5000 in der Schatzkammer. Was ist denn da unten? Ach, da ist Ägypten. Also Alexandria. Ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen zurechtfinden. Dann schauen wir uns hier mal bei der Diplomatie um. Das ist auch schön gemacht. Hier kann man die ganzen Staaten sehen, die in der Nähe sind, mit denen man auch zu tun hat. Schauen wir uns das mal an. Makedonien ist neutral. Wir sind ein Klientelkönigtum. Deswegen sollten wir also Makedonien angreifen. Haben wir hier die Ägypter, die sind freundlich mit uns und betreiben schon Handel mit uns, genauso wie Sparta. Epirus ist uns gegenüber feindlich, Pontus ist freundlich. Sie können Handel betreiben, genauso wie die Bithynien, die aber neutral sind. Pergamon neutral, kann kein Handel betreiben, sieht man hier an dem Zeichen schon. Die Sardes neutral, können
auch Handel betreiben. Schauen wir uns das mal an. Probieren wir es mal bei allen ein bisschen. Probieren wir mal bei allen Gebe Handel zu Athene euch betreiben. Weisheit, damit ihr mich mit klaren Worten von. So. Da haben wir schon mal das erste Handelsabkommen. Ist schon mal nicht schlecht. Spült mehr Geld in die Taschen. Dann bei den Bithynien. Willkommen, ehrbarer Abgesandter. Sprecht. Abgelehnt. Okay. Sie können keinen Handel betreiben. Sardis. Seid willkommen. Ich werde euch gerecht antworten. Auch abgelehnt. Die Thylis haben wir hier noch. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Auch abgelehnt. Also ein neues Handelsabkommen haben wir jetzt. Ja, Klientelkönigtum hier von Makedonien. Sonst was ist erstmal hier alles auf dem Diplomatiebildschirm. Was auch eine schöne Änderung ist, man kann jetzt mit Tab kann man in die Ansicht von oben reingehen. Das ist sehr schön gemacht. Konnte man jetzt zum Beispiel bei Total War Shogun nicht und beim ersten Rome-Teil auch nicht. Sieht man hier diplomatischer Status. Ein Feind haben wir bisher noch nicht. Verbündeter wäre jetzt hier Makedonien. Neutral sind das hier alles und das bin ich. Das ist jetzt aber hier der diplomatische Status. Dann geht es jetzt hier Fraktionenbesitz. Öffentliche Ordnung. Kann man hier auch angucken. Bei uns ist es niedrig. Oh. Regionswohlstand ist recht hoch. Regionenwachstum hoch. Gut. Das finde ich schon mal super. Hier wieder aus der Ansicht raus. Schauen wir uns das mal an. Hier haben wir Athenai, eine Stadt, also Athen. Und was wir auch jetzt verändert haben, es gibt jetzt Provinzen. Provinzen bestehen aus drei oder vier Regionen. Und wenn man eine ganze Provinz besitzt, dann kann man bestimmte Dinge erlassen. Das werdet ihr dann noch sehen. Im Laufe des Let's Plays. Auf jeden Fall gehen wir hier mal auf Athenai. Kann man jetzt auch hier, wenn man hier auf eine Stadt in der Provinz klickt, sieht man auch hier die anderen Städte der Provinz. Da könnte man dann auch was machen, wenn die halt eben zu einem selber gehören. Hier haben wir einen neuen Bauplatz und entwickeltes Land. Gucken wir mal in die Details, wie die öffentliche Ordnung ist. Erwartet der öffentliche Ordnung 9 in der nächsten Runde. Also plus 9. Zurzeit liegt sie bei 0. Streitmächte kann ich auch noch ein paar aufstellen und Agenten kann ich auch. Nee, kann ich gerade nicht rekrutieren. Okay, weil ich bisher jetzt nur einen besitzen darf. Gucken wir uns das mal an. Ich kann hier meinen Fischereihafen zum Fischhandel aufstocken, aber das wäre dann minus 4 öffentliche Ordnung pro Runde. Ist vielleicht nicht so gut. Die Agora kann ich hier auch noch verbessern. Zu einer Herberge. Amphitheater. Das kann ich noch nicht erlernen. Dafür brauche ich Technologie. Das sieht man hier an dem Zeichen. Getreidemarkt. 100 Wohlstand durch lokalen Handel. Oder hier Sklavenhandel. Ich würde mal als erstes sagen, bauen wir uns einen Getreidemarkt. Schauen wir uns mal hier die Armee an. Da haben wir einmal Zenobis als General, Hopliten und Speerkämpfer. Und hier haben wir Demochares, ja, das ist der General. Hopliten, Hoplitenbürgerwehr und Steinschleuderer. Was auch super ist, dass man jetzt hier, wenn man in der Provinz steht, dass man Einheiten rekrutieren kann und nicht immer zur Stadt gehen muss. Können wir jetzt hier schauen, Hopliten, leichte Hopliten, Hoplitenbürgerwehr, Steinschleuderer und Speerkämpfer. Die Frage ist natürlich, welchen Schritt mache ich als erstes? Vielleicht, ich erweitere erstmal die Stadt. Sieht man hier schön, wie sie sich erweitert und größer wird. Hier kann ich jetzt etwas draufstellen. Zum Beispiel Musterungsfeld. Dafür kriege ich dann Hoplitenbürgerwehr, Hopliten, leichte Hopliten, Speerkämpfer oder so Gewalterboden.
bringt mehr öffentliche Ordnung. Randgebiete 100 Wohlstand durch Industrie. Ich habe hier so noch Musterungsfeld. Die Kaserne bringt mir Bürger, Kavallerie, Pikeniere, Bogenschützen, Peltasten. Ich werde wahrscheinlich als erstes auf die Holosideros-Kaserne gehen. Dafür schaue ich jetzt mal hier. Beim Militär. Hier, gleich mit dem ersten. Mit der ersten Technologie, die man erlernen kann oder erforschen kann, kann man sofort den Holosideros bauen. Die Holosideros-Sideros-Kaserne. Ja, der organisierte Nachschub. Frage ist jetzt natürlich, greife ich die Epirus an? Die Epirus haben insgesamt 2 Provinzen. Wir mal hier kurz Sparta. Ich heiße euch willkommen. Wir haben ein Handelsabkommen und alle Götter und unser Treffen mit einem Lächeln bedenken, damit wir alle profitieren. Und ein Nichtangriffsbündnis. Das ist die Frage. Mein Volk mag keinen Luxus, doch Geld wird gebraucht. Ich bitte euch daher, uns eine bescheidene Summe zu geben. Ich werde ihm doch nicht gleich am Anfang 1280 geben. Vielleicht nein, noch nicht 960. Möglich. Dann halt nicht. Gut, denn ich wollte jetzt das erste Mal gegen die Epirus in die Schlacht ziehen. Ich denke, das werde ich jetzt dann auch erstmal machen. Damit wir hier an die Makedonier rankommen. Die Missionen kann ich jetzt... Ne, es ist die strategische Übersicht. Uppala. Kann man auch mit Tab angucken. Hier sind die Missionen. Das wären dann 2 Provinzen. Einnehmen, hellenische Liga, Spiel, Verteidigung, folgende Fraktion. Ja. Klärt folgende Fraktion den Krieg Makedonien. Gut. Handel und Finanzen gibt es auch ein schönes Fenster. Wir haben hier zum einen die Übersicht, also die Steuern. Hier kann man die Steuerstufe einstellen. Gesamteinkommen wären hier 3082, mit allen Dingen, die es hier gibt. Abzüge 1327, rauskommt dann 1755. Öffentliche Ordnung dann plus 9 in der nächsten Runde. Hier kann man schön den Handel sehen. Handel betreiben wir mit Ägypten, Sparta und Pontos. Hier sieht man auch die Ware, zum Beispiel Eisen und Olivenöl, mit Sparta Marmor und mit Pontos Bauholz. Und hier haben wir jetzt die ganze Übersicht. Ich mache insgesamt einen Verlust von minus 45, aber das macht nicht viel. Er hat 4 Einheiten. Wie kann ich euch könnte dienen? Jetzt natürlich hier erstmal mit... Schnell. Dem Agenten vorrücken und mal anschauen. Ne, ich will nur mal angucken. Wie kann ich euch dienlich sein? Was hat der denn? Der hat hier seinen General. Und zwar seine Garde, schwere Speerinfanterie, Speerinfanterie, Hoplitenbürgerwehr sind auch wieder... Ne, Entschuldigung, nicht schwer, sondern einfach Sperrinfanterie. Und hier haben wir Fernkämpfer. Ich erwarte eure Befehle. Der hat insgesamt einen Fernkämpfer dabei. Ich erwarte eure Befehle. Ich denke, ich werde sie eher im Nahkampf dann so ausmerzen. Das heißt, ich nehme mir hier die Hopliten mit. Und vielleicht noch die Steinschleierer. Denn ich brauche in Athen jetzt nicht unbedingt Einheiten. Ich kann ja jetzt hier auch wieder rekrutieren. Zum Beispiel hier die Steinschleierer und die Hopliten wieder. Ne, Steinschleierer mache ich mal weg. Ich hole mir dafür die Speerkämpfer. Und dann hier nochmal Hopliten. Dann wollen wir hier mal gleich am Anfang auf Epirus angreifen.
Denn ich möchte natürlich mein Reich ein wenig ausdehnen. Und damit das Let's Play nicht zu langweilig wird, schon am Anfang, kommt hier gleich der erste Kampf. Und wir sind ganz kleiner Unterzahl. Denn er hat hier noch einen verbündeten General. Deswegen, der hat nochmal sehr viele Einheiten. Plitenbürgerwehr, zwei Bürgerpliten haben wir hier dann noch. Mob, Steinschleuder und Steinschleuderer. Das ist mir jetzt gerade zu viel. Deswegen, Kriegsziel verfügbar. Dank Jüngstereignisse könnt ihr nun eurem Verbündeten ein Ziel vorschlagen. Zu euren Diensten. Gut, ich ziehe mich jetzt hier erstmal zurück.